Was geht ab, meine lieben Freunde? Es ist wieder euer Relax und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute gibt es Top 5, die fünfte Folge. Und heute, beziehungsweise in den nächsten Tagen, werden die letzten Disney Infinity Videos kommen. Es sind allerdings keine direkten Let's Play Folgen, sondern eher Top 5 Videos, so wie heute. Und in diesen Top 5 Videos geht es um die 5 persönlichen Lieblingsvideos aus jedem einzelnen Spiel. Das heißt, meine 5 Lieblingsvideos aus dem ersten Teil gibt es heute. In den nächsten Tagen wird dann noch das Top 5 Video von meinen persönlichen Lieblingsmomenten aus dem zweiten Spiel, nämlich das Video 2.0. Und dann noch das Top 5 Video mit meinen 5 persönlichen Lieblingsmomenten aus dem dritten Teil erscheinen. Ich freue mich und bin aber auch gleichzeitig traurig, denn es sind wirklich die allerletzten Disney Infinity Videos, die ich hier auf meinem Kanal mache. Mit dem Projekt, mit dem ich überhaupt hier bekannt und groß wurde auf YouTube. Und auf der einen Seite bin ich glücklich darüber, dass ich so einen Stand habe. Aber auf der anderen Seite bin ich traurig, dass es danach wirklich komplett vorbei sein wird. Es wird nach diesem Video nichts mehr, absolut nichts mehr mit Disney Infinity hier geben. Leider, muss ich sagen. Aber wir haben genug Videos gehabt mit Disney Infinity. Mit dem Let's Play von 1.0 zu 2.0 zu 3.0. Wir hatten die Unboxings und. Und ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen. Weil ich habe einmal, glaube ich, gesagt, meine Lieblingsmomente. Ich meine aber immer meine Lieblingsvideos aus den jeweiligen Spielen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit den Top 5 persönliche Lieblingsvideos aus dem ersten Teil. Auf Platz Nummer 5. Haben wir das Disney Infinity Heldengalerie Update Video. Ich muss sagen, von der Tonqualität ist mir das sehr, sehr gut gelungen. Ich habe da nämlich noch so ein Musik-Overlay gehabt und auch meine Stimme habe ich so ein Overlay drüber gelegt. Und das hat sehr, sehr gut gepasst. Ich habe dann auch die Stimmen sehr synchron gezogen mit den Audiospuren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Und einfach mal so einen Eindruck verschaffen, wie das Ganze in der Heldengalerie aussieht. Das war einfach mal so ein spontanes Ding und war auch sehr, sehr gut. Es war, glaube ich, eines meiner letzten Videos, die ich mit der App Viva Video gemacht habe. Denn danach bin ich, glaube ich, schon übergegangen zu Power Director. Und seit damals mache ich halt schon Sachen mit Power Director. Aber ich muss sagen, das Video ist mir sehr gut gelungen. Und ja, ist aber auch schon ein bisschen älter, leider. Auf Platz Nummer 4 haben wir ein Video, nämlich ein Let's Play Together Video. Ihr habt diese Let's Play Together Folgen ja richtig abgefeiert mit meinem kleinen Bruder, wie ich da immer Disney Infinity gespielt habe. Und zwar geht es bei diesem Video um ein Video, was wir in der Toybox gemacht haben, als wir damals die Versteckspiel-Toybox gebaut haben. Ich weiß nicht, ob sich einer noch daran erinnert, aber ob sich vielleicht noch einige daran erinnern. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben diese Toybox ja dann im Anschluss dann auch noch getestet. Ob das auch funktioniert, ob wir uns gut verstecken können. Ja, wir konnten uns gut verstecken. Ich meine, mein Bruder hat schon ein bisschen gebraucht. Der wollte ja am Anfang rechts abbiegen, aber ich war auf der linken Seite. Und ja, ist uns doch ganz gut gelungen. Ich habe diese Toybox auch dann auf die Server freigegeben. Und ja, ihr habt... Ich weiß nicht mehr, ob man jetzt nach Disney Infinity, nachdem es vorbei ist, ob man da noch Zugriff auf die Server hat. Aber ich glaube es tatsächlich nicht. Aber während der aktiven Zeit von Disney Infinity konnte man, soweit ich das noch weiß, konnte man auf die Server zugreifen und konnte somit auch meine Toybox abrufen, die ich ja hochgeladen habe. Für euch, wenn ihr die spielen wolltet. Und einige haben sie wirklich gespielt. Und das fand ich, das war für mich eine Ehre. Ich muss sagen, das war eine Ehre für mich, dass ihr meine Toybox da draußen gespielt habt. Auf Platz Nummer 3, und ich frage mich gerade ernsthaft, warum das nicht ein bisschen weiter vorne ist, ist das Unboxing vom Starterpack. Ja, mit dem Unboxing hat ja wirklich alles begonnen. Weil ohne Anfang gibt es auch kein Ende, würde ich sagen. Mit dem Unboxing hat wirklich alles angefangen. Hätte ich das Unboxing nie gemacht oder dieses Starterpack nie gekauft, hätten wir niemals das Infinity 1.0 hier spielen können. Das dürfen wir nicht vergessen. Deshalb frage ich mich, warum das gerade nur auf Platz 3 oder nicht 2 oder vielleicht sogar schon gar 1 ist. Auf Platz Nummer 2 haben wir die zweite Let's Play-Folge, nämlich als wir das erste Mal, das war ja in dem Fall das erste Mal, als wir die Flucht der Karibik, weil das allererste Mal gespielt haben, ich bin bis heute immer noch so dermaßen geflasht, wie man so eine geile Welt erschaffen kann. Flucht der Karibik ist bis heute meine Lieblingswelt aus allen drei Spielen. Und ja, hier im Hintergrund könnt ihr es übrigens sehen, das sind meine beiden Vertreter für mein Lieblingsspiel, meine Lieblingsfiguren für dieses Spiel. Nämlich die beiden Versionen von meinem Jack Sparrow, nämlich einmal hier die ganz normale Version. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt scharf stellt. Ich habe jetzt gerade momentan echt keinen Plan, ob die jetzt fokussiert. Und wenn sie jetzt wieder nicht fokussiert, dann bringe ich meine Kamera jetzt rum.
Und dann haben wir natürlich, die Figur hatte ich vor der normalen, nämlich die Kristallversion von Jack Sparrow. Und genau mit diesen beiden Figuren haben wir das Let's Play von Fluch der Karibik auch eingeleitet. Ich glaube, am Anfang war es tatsächlich die normale Figur, die wir gespielt haben. Und wirklich, die Fluch der Karibik-Welt ist und bleibt bis heute meine Lieblingswelt überhaupt in dem ganzen Spiel, in der ganzen Spielreihe. Ist Fluch der Karibik wirklich meine absolute Lieblingswelt. Und auf Platz Nummer 1. Und diese Folge ist wirklich die erfolgreichste Disney Infinity, das erfolgreichste Disney Infinity Video, was wir hier auf dem Kanal haben aus dem ersten Teil. Nämlich das Let's Play von Disney Infinity, die erste Folge, die allererste Folge mit dem Intro, was wir da gespielt haben. Ich bin etwas enttäuscht, dass man dieses Intro nicht genau oder fast so ähnlich nochmal in den zweiten und dritten Teil mit eingebaut hat, weil das erste Intro aus dem ersten Spiel ist so dermaßen geil gemacht, wirklich, das ist so geil und jedes Mal, wenn ich mir dieses Intro reinziehe, egal von welchen YouTubern, Infinity Whitey, von meiner Wenigkeit, von The Wolveris, von allen, die Disney Infinity gespielt haben, egal in welcher Sprache, auf Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Mexikanisch, keine Ahnung. Ich bin immer wieder geflasht, wie man so ein geiles Intro machen konnte. Auch von den Welten her war der erste Teil der beste. Wirklich. Disney Infinity hat genau in diesem Spiel alle Ehre gemacht. Wären die Originals schon damals rausgekommen, dann wäre dieses Spiel, glaube ich, mein absolutes Favorite Game ever. Abschließend zu Disney Infinity 1.0 möchte ich euch fragen, welches Video hat euch am besten da draußen von meinen Disney Infinity 1.0 Videos gefallen? Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr diese Folgen oder diese Videos alle gesehen habt. Ich kann mir vorstellen, dass eine Kurve zum Beispiel so einer ist. Und Disney Infinity 1.0 war ein großer und langer Prozess hier auf dem Kanal. Schade, dass es jetzt mit diesem Video komplett vorbei sein wird, aber nichts ist für die Ewigkeit. Das war's gewesen, meine lieben Freunde. Ich bin raus für dieses Video. Leider muss ich sagen. Und dann sehe ich dich und euch da draußen das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Sagen wir noch 3, 2, 1 und Peace!